Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der Nord. In dem Fall ganz genau, liebe Leute, und ja. Wir haben ja letztes Mal die GTI-Konsole-Mission abgeschlossen und der Ausnahmezustand ist auch abgeschlossen. Das heißt, ich werde jetzt nach und nach hier diese ganzen Lückenfüller-Missionen durchspielen. Aus der normalen Nord-Kampagne und dann aus der GTI-Kampagne. Und dann gab es, glaube ich, noch irgendwo noch eine Dinosaurier-Kampagne. Das ist, glaube ich, dieses Fragezeichen, oder? Wenn man alles durchgespielt hat. Glaube ich zumindest. Aber gut, liebe Leute, machen wir mal Mission... fangen wir wieder mit den Not an, Mission 2b. So. Kriegen wir auch wieder Cutscene serviert hier. Jawoll. Sehr schön. Schon wieder zurück? Na gut, versuchen wir mal was Wichtiges. Also, seit allzu vielen Jahren schon halten GDI-Truppen Ägypten in ihrem Würgegriff. Es ist unsere Pflicht, dieses Volk zu befreien, das sich nach einem besseren Leben sehnt. Kane will hier ein Bollwerk errichten gegen die ekelhafte Präsenz der GDI. Es ist aber zu riskant für unsere schweren Truppen, daher wirst du mit ein paar entbehrlichen Einheiten dort eine vorgeschobene Angriffsbasis errichten. Ah, ach ja, dort liegt übrigens genug Tiberium rum, das du ernten kannst. Das sollte deine Unkosten decken. Natürlich, wenn man dich entdeckt, hast du versagt. Und wer versagt, der stirbt. Och, waren das noch Zeiten, Leute, wo wir die Kampagne zum ersten Mal durchgespielt haben. Kurz nach Alarmstufe Rot. Mit dem guten alten Seth hier. So, oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh mein Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder umgewöhnen hier mit Not und so. Mit Not und so. Hey. So. Hey, so nicht, mein Freund. Gut. Ja, liebe Leute, willkommen in der Kampagne wieder. genau, ich spiele jetzt diese ganzen Lückenfüller-Missionen nochmal durch. Das kann ziemlich lange dauern, wenn es dann auf die letzte geht. Die letzte Mission, oh mein Gott. Aber erstmal nicht. Erstmal sind wir hier wieder schön gemütlich. Gemütlich hier am Anfang und genau. Genau, wir können nur Menniken bauen. Das ist verdammt interessant. Dann bauen wir einige Menniken. So. So, lass sie mal da hinrennen, das ist kein Thema. Oh, okay. Ah. Okay, ich weiß, wo die Basis ist. Die Mission kenne ich sogar noch. Ja, Leute, das wird jetzt ein bisschen schneller gehen mit den Missionen, denke ich mal. Weil die Anfangskampagnen-Missionen, die waren wirklich easy, Leute. Wirklich easy hier. So, gut. Kannst du da drauf schießen? Da kannst du sogar drauf schießen. Okay, cool. Dann schießt da weiter drauf, da. So. Ich will keinen Jeep verlieren, bitte. So. Kommt er wieder angeschissen da unten? Okay. Genau, hier links ist die Basis. Und genau, dann würde ich sagen, erkunden wir mal das Ganze hier. So. Ah, fahr einfach durch. Fahr einfach durch, das ist ja so geil. So, ja, den werde ich jetzt verlieren. So, ist aber egal. So, dann kann ich auch schon... ich dachte, das wäre meine. Na ja, gut. Machen sie denn jetzt, ey? Okay, dann kann ich mit allen meinen Einheiten losgehen. Und bauen wir noch 10 Stück für die Basisverteidigung. So, Leute. Dann können wir ja auch schon drüber rollen. Ach, ist das entspannt. Ist das entspannt, Leute. Ja. Oh Gott. Wie lange überlebt der? So. Mach den weg, mach die alle platt. Ey. Ey, helf doch. So, genau. Und bam. Sehr gut. So, liebe Leute. Dann hoffe ich, dass euch das gefällt hier. Wie wir jetzt hier quasi die Kampagne nochmal wiederholen. Aber es gibt ja noch verschiedene Missionen. Ne? So, da bauen wir schon wieder Silos. Ja, dann bauen wir nochmal 5 Schützen. Bam, hier. So.
Und das war's schon, Leute. So easy. Nach 5 Minuten. Allerdings frage ich mich jetzt, warum die da die ganze Zeit so hin und her rennen. So. Und den noch. So, und den noch. Das war's schon. 5 Minuten, Leute. Oh mein Gott. Ja, da dauern die Cutscenes mittlerweile länger als die Mission. Oh Mann. Genau, Leute, das war's schon. Mission 2, da war wieder die coole Animation da. Und was, wir haben 6 Gebäude ver... Achso, nee, das war... Stimmt, die GDIs. Ja, liebe Leute, ja, da muss ich jetzt gucken. Wir haben jetzt wieder Afrika und so, ne? Allerdings... Ich bin mir nicht sicher, welche Mission ich davon schon gespielt habe. Deshalb werde ich das hier nicht auswählen, sondern ich gehe wieder ins Hauptmenü. Kriege ich hier sogar noch Bonusgalerien? Nee. Genau, und dann gehe ich hier weiter. Das ist nämlich hier der rechte Bereich. Genau, Freunde der Bruderschaft, Leute. Sudan Ost. Springen wir direkt weiter. So. Weiter geht's hier nach 6 Minuten. Hallo Seth. Schätze. King wird zufrieden sein, wenn ich ihm von deinen Fortschritten berichte. Ein Wort von mir zu Kane bewirkt eine Menge in der Bruderschaft. Hinter diesen Mauern schmachten Freunde und Gefolgsleute der Bruderschaft. Befreie sie um jeden Preis. Erobere das Gefängnis, aber lass es dabei stehen. Ach, die Mission, okay. Habe ich auch noch in Erinnerung. Und die geile Katze mit den Motorrädern. Nin, nin, nin. Und natürlich mit dem Gummipanzer. Das war die Katze, die ich in der GDI-Kampagne meinte. Die gab es nämlich auch im grünen Bereich. Oh, da haben wir jetzt hier schon ein bisschen was Ordentlicheres hier zur Verfügung. Okay, Leute. Wir sind unten rechts. Alles klar. Nein, kein 1 gegen 1. Mach doch nicht sowas. So, Leute. Dann machen wir direkt mal weiter hier. So. Ich habe jetzt nämlich die geilen Not-Mods zur Verfügung. Perfekter Erkundungstrupp hier. Schau euch das an. Oh ja, lass den Grenadier ins Tiberium laufen. Stell ihn mal da oben ab. So. Lass den ins Tiberium laufen. Das ist ganz geil eigentlich. Na komm. So. Funk- und Radarzentrale haben wir mittlerweile. Cool. Die werde ich auch gleich bauen. Aber... erstmal noch eine Energie. Hand von Not. Boah, hier riecht es gerade nach Gras, ey. Unsere Nachbarn kiffen wieder. Oh Mann, ja, das ist so witzig in unserem Gebäude. Ja, da wo wir wohnen hier... Ach du Scheiße! Was zur... Was zur... Da hat der Gegner mich echt mal überrascht. Da war ich echt überrascht gerade. Wow. Okay, Leute. Ja, wie gesagt, Leute, in unserem Gebäude, wo wir hier wohnen, da wird gerne mal gekifft. Und das stinkt gerade ziemlich. Ja, mal gucken, ob ich gleich das Fenster mal zumache. Ja. Aber werde ich gleich alles machen. So. Kann ich eine Panzerfabrik bauen? Nein, kann ich nicht. Auch das schöne Motorrad. Leute. What the hell? Hier ist aber einiges los, muss ich sagen. Hier ist aber einiges los, muss ich sagen. Tatsächlich, ja. Schön durchgefahren. So, wunderbar. Boah, das stinkt aber echt, ey. Ja gut, egal. Dann... war einfach Manneken, jede Menge. So. Dann passt das schon, liebe Leute. So. Mach doch nicht sowas. So, dann lasse ich die nämlich zur Basisverteidigung stehen. Und da wo ich jetzt einfach meine Soldaten und überrenne das Ding. Genau.
Ah, der hat da so ein Turm stehen, ne? Dann nehme ich mir die Raketenwerfer. Habe ich nur einen. Aber ich habe nur einen. Ja. Ja, genau. Die kriegt ihr, ne? Sehr gut. So, sehr schön, Leute. Wir bauen weiter unsere Armee auf. Und ja, Leute, wie geht's euch so in der aktuellen Corona-Zeit? Ich muss sagen, bei mir ist es im Moment so ein Tunnel irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Gefühl, aber irgendwie gibt es ja im Moment nur Arbeit und nichts anderes. Und das führt dann dazu, dass man sich irgendwie ja komisch fühlt, wie in so einem Tunnel. Ich weiß auch nicht. Erzählt mal, ob ihr das auch so kennt, das Gefühl. Und ja, dann würde mich sehr interessieren auf jeden Fall. Konstruktion fertig. Jawohl, klar. Wird gebaut. So, ihr könnt dann direkt. Ja, wobei, das reicht glaube ich sogar schon, ne? Wird gebaut. Das reicht schon. So, dann baue ich noch ihm ein Silo hier hin. Wird gebaut. Damit er nicht gleich wieder nervt hier. Und da können wir auch schon los. Dann können wir auch schon los hier. So. Und zack, auf den Jeep da los. Natürlich voll durch Sibirien laufen, das ist natürlich obergeil, aber. Ja, was sollen wir da machen? Hier ist sogar ein GDI-Gebäude dabei, was? Okay. Ja, dann macht den Jeep platt, genau. Oh Mann, nicht auf die Raketenwerfer. Nicht auf die Raketenwerfer, Leute. So, ihr verteidigt euch mal bitte selber, ja? Schafft das schon. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, die Grenadiere, die hauen so rein, ne? Die Grenadiere, die hauen so rein. So, dann. Und auf den Grenadier. Ja, genau. Die Grenadiere sind schuld. So, liebe Leute. Aber die müssen wir auch gleich schon. Oh, Mann. Das ist so bescheuert, ey. Die Kampagne ist so einfach, ey, wirklich. So, dann mache ich das mit den beiden hier. Nicht reinlaufen. So, genau. Genau so. Und dann machen wir mit denen jetzt den Sonnach platt. Der repariert das noch nicht mal. Und ruft da los. Ah, nein. Okay, der, So, auf den Grenadier los. Ah, der kriegt den Turm, oder? Kriegt er den Turm? Der kriegt ihn irgendwie nicht. Ja, dann helft, kommt. Dann helft. Dann helft. So, Leute. Dann. Hallo? Ey, ey! What? Okay. Interessant. Das hat nicht ausgereicht. Okay. Gut. Was? Nein. Ich will keine Raketenwerfer mehr. Schieß auf den Sammler, komm. Der baut da nämlich immer nach, wenn wir da nicht genug Mannequin bauen. So, wisst ihr was? Ich werde jetzt mit denen hier. Genau. Sammelt euch mal da, Leute. So. Und auf den Grenadier. Oh, bam. Und dann können wir jetzt gleich. Wartet mal, ja, das reicht schon. Invasor. Ja. Nehmen Sie die Gefangenen. Das Gefangenenlager ein, ja. So, dann auf den Sammler los. Nee, der hat gar keinen Bock hier auf uns, der Sammler. Ja. Du nervst mich gerade mit deinen Männchen. Du nervst mich gerade mit deinen Männchen. Mach die mal weg. So, Leute. Dann mach den Bau auf platt. Und zack. Sehr gut. Das war's mit dem Bauhof. Oh. No mercy. Genau. Mercies for the weak. So, dann mach die Raffinerie samt Sammler platt, bitte. Ja, sehr schön. Dann haben wir ihn sogar komplett platt gemacht hier. Das ist schon mal geil. So. Wunderbar. Da haben wir die Mission auch. Die hat diesmal 10 Minuten gedauert.
Oh Mann, ey. So einfach. So easy, Leute. Da ist das Ding und zack. Das war's. Sogar noch alle Gegner platt gemacht. Gummipanzer. Wenn wir die schon hätten, wäre es besser gewesen, aber naja. Gut, Leute, dann. Oh, wir haben sogar relativ viele verloren hier. Ja gut. Hatten Geld am Ende. Wo steht's denn? Ach da, 404. Na gut, okay. Ja. Okay. Leute, die Animation, die gucken wir uns mal an. Da weiß ich jetzt allerdings auch wieder nicht welche. Gut, geh ins Hauptmenü zurück und hier. Abfangen des Konvois, liebe Leute. Not 4A. Also, gehen wir direkt weiter, ey. Ja, zack, zack, zack hier. Alle Lücken mal füllen hier. So, Cutscene. Die GDI evakuiert das Dorf um Hajir. Not-Einsatzanweisung. Dorf zerstören und GDI-Rettungsoperation beenden. Örtliche GDI-Truppen aufspüren und vernichten. Okay. Also auch wieder eine begrenzte Einheitenmission. Oh Mann. Na gut. Bestätigt. Dann erkunden wir mal mit dem. Wobei, es ist erst Mission 4. Oh, scheiße. Nee, lass mal. Es ist erst Mission 4. Das kann noch nicht so schwer sein eigentlich. Aber lassen wir uns mal überraschen. Alter. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann geht ihr mal bitte hier hin. Die Raketeneinheiten, ja. Die ziehe ich mal nach. Vielleicht brauche ich sie noch gleich für Panzer oder so. Ey! Du Penner, Grenadiere hier. Ja. Kommt da einfach eiskalt mit dem Grenadier hier an. Ja. Ja, Grenadiere, die sind. Die können mir das Spiel noch ziemlich vermiesen hier. aber. Passt erstmal soweit. So, liebe Leute, dann haben wir noch 7 Minuten. Hier ist schon das Dorf, oder was? Zumindest sind hier Bürger. Okay, Leute. Begrenzte Einheitenmission. Ja, damit haben sie es ja, ne? Oh, da sind 2 Jeeps. Was wollen die jetzt? Okay. Ziehen wir alle nach unten. So. Karte erkunden. Ah, da oben, ne? Da oben. Da. Ich weiß es nicht, ey. So. Ich stehe mal und erkunde mal links. Ja, wobei. Ich nehme seinen Grenadieren, ey. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Was? Hä? Wie ist das denn? Warum das denn? Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Einfach so. Hä? Und ich verkackeiern? Ich bin irgendwie verarscht gerade. Hä? Auf einmal. Auf einmal, wisst ihr? Das ist doch bescheuert, ey. Echt. Das ist doch blöd. Auf einmal Mission fehlgeschlagen. Ja, toll. Ja, komm dann. Stell die mal alle da ab. Ja, bam. 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 So, sehr schön. Da muss man uns also tatsächlich hier irgendwie beeilen, ne? Dann schießen wir auf den Jeep da unten. Oh, der zieht ganz schön viel ab. Der auch hier. Ach, Mann. Oh, ja, toll. Jetzt habe ich keine Erkunder mehr. Jetzt habe ich keine Erkundungstrupps mehr. Toll, ey. Na ja, gut, egal. Dann ziehe ich die nochmal weiter nach da unten. Was zur... Oh, nein. Okay.
Es scheint hier rechts zu sein. Okay. Also nicht da links. Irgendwas ist hier oben. Ah, die Bürger hier. Wer sind die das, hä? Hier, die. So. See in the future, ja. So. Tiberian Sun. So, Leute. Ach, hier oben, oder was? Was ist denn das hier? Ach, schaut mal da. Was ist das? Basis. Oh, scheiße. Okay. 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 Dead End. Nein. Okay. Gut. Dann muss ich jetzt mal gucken. 20 Minuten? 5 Minuten noch? Muss ich jetzt echt mal gucken? Wir müssen doch das Dorf hier platt machen, oder nicht? Dieses Dorf hier. Wir müssen doch nur dieses Dorf hier kaputt machen. Wieso kam da eben eins als fehlgeschlagen? Hä? Das verstehe ich nicht, aber gut, Leute. Dann machen wir das mal kaputt hier. So. Da kommen GDI-Männchen raus, oder? Nee. Okay. Sehr gut. Dann kommen doch keine GDI-Männchen raus. Sehr schön. Dann haben wir hier das Dorf und machen es kaputt. Genau, sehr schön. Ja, killt euch gegenseitig. Ihr seid halt geil, echt. So, Leute. In the name of Kane, jetzt passt das auch. Genau. So, Leute. Ich glaube, das ist, weil diese Bürger da durchgekommen sind beim letzten Mal, ne? Das kann sehr gut sein, ja. So, Leute. Askums Haus. Alles Haus. So. Dann wegmachen das Ganze hier. So, zack. Oh, hier geht's noch weiter. Okay. Dann hoffe ich mal, dass da jetzt... Ah! Aha. Das war's schon. Okay, Leute, cool. Dann haben wir schon die nächste Mission. 3 Missionen in einer Folge. Ist das krass. Ist das krass. Gut, Leute, viele Neutrale halt gefallen. Aber ja, das war halt das Missionsziel, ne? Gut, Leute. Dann lasse ich die nochmal durchlaufen, hier die Animation. Und genau, wir sind schon wieder bei der Hälfte fast. Oh Mann. Ja, wobei, die habe ich schon, die Mission. Schau dir das an. Wir haben nur noch, nur noch, was heißt nur noch? 7 Missionen haben wir noch. Extrahieren Sie den Zünder. Elfenbeinküste. Die Einheit hat einen nuklearen Sprengkopf. Oh Gott. Okay. Da springst du mal zumindest noch mal rein. Okay, Cutscene. Ich fing gerade an, dir zu trauen. Aber jetzt hat Kane höchstpersönlich dich eingeteilt. Er glaubt, du schaffst diesen Job. Die GDI hat einen nuklearen Sprengkopf. Frisch eingeflogen und laut Geheimdienst noch nicht mal ausgepackt. Da du ja so brillant bist, schleichst du dich mit einem kleinen Trupp in den GDI-Stützpunkt und holst die Kiste da raus, wenn du das schaffst. Und wenn du Glück hast, wartet draußen einer meiner Hubschrauber. Ach, die Mission ist das. Ja, das ist eine richtige Kackmission, glaube ich. Aber gut, Leute. Cutscene. Wow, 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 okay. Genau, wir haben jetzt hier 2 verschiedene Trupps und wir müssen jetzt hier einfach durch. Oh Mann, Grenadiere und ein Panzer, ja geil, danke. Danke. Oh Mann, ey. Nein! Nein! Ey, mit seinen Grenadieren, ey, so. Gut, ja, dann. Puff, ein Kampfpanzer direkt. Toll. Leute. Ey, jetzt hört doch auf. Direkt 2 Kampfpanzer, wie sollen wir die denn kriegen? Oh Mann, was haben wir hier? Aber ein Dorf.
Danke. What? Das können wir eigentlich schon direkt vergessen. Gut, liebe Leute, da die Folge voll ist, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und wie wir die Mission hier machen, sehen wir beim nächsten Mal. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.